Okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben ein Problem. Ihr seht es da oben schon. Ich habe es gerade gesehen, weil ich war in der TARDIS, um nochmal zu gucken, wie alles funktioniert. Und dann habe ich eine Explosion gehört. Leute. Ja. Wie ihr es da seht, wir haben ein Problem. Wir haben ein Loch. Im Dach brennende Sachen. Was ist hier passiert? Greeny. Was ist passiert? Greeny ist gelevelt. Okay. Leute, wir haben da erstmal einen Oseos-Krieger, der mich töten will. Okay, haben wir auch. Aber Greeny, stopp. Stopp, Greeny, du brennst ja. Okay, aber Greeny, sag mir, was ist hier passiert? Hast du etwa gekämpft oder so? Du bist jetzt Level 41 ist der. Okay, Leute. Greeny, was ist passiert? Du hast also gekämpft. Habe ich richtig gesehen. Du hast gekämpft gegen die Oseos. Haben die jetzt mal ein Haus kaputt gemacht? Und warum bist du denn nicht mehr da oben? Kamen die oder was? Ah, Greeny. Zum Glück geht's sehr gut, Greeny. Mal schauen. Leute. Baby Skelett Boys ist weg. Was ist das für ein Oseos Krieger, der immer wieder kommt? Da hinten ist ein Magma Monster. Und warum backt jetzt mein Bogen? Okay, der ist tot. Hä? Leute, wir haben ein großes Problem. Dieser Oseos Krieger immer wieder kommt. Der befällt ja mein Haus. Leute, das ist nicht gut. Und Greeny, der wird vom ganzen Feuer ja noch zerstört. Okay. Ich würde sagen, ich mache erstmal das ganze Feuer weg. Alter, Leute. Gott, mein armes Haus. Solange er mich nicht angreift, ist alles gut. Ja gut, meine ganzen Kistenschilder sind weg. Okay. Ja, hier oben ist auch schon alles Schrott. Okay. Und ich gehe durchs Feuer. Alter, Leute. Nein. Die ganze Arbeit. Ich saß ungefähr an diesem Haus. Wenn es rumkommt. Insgesamt für Bau. Keine Ahnung, 5 Stunden. So, keine Ahnung, Leute. Ich habe nie auf die Uhr geguckt. Ich saß aber schon eine Weile. Leute, hier brennt es auch. Und, oh nein, das Mal 500 TNT. Das TNT mit der Stärke 500 ist weg. Leute, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Leute, hoffentlich hat uns Kantus geschrieben, weil er meinte ja, dass wenn die fertig sind, soll ich zu denen kommen. Hoffentlich sind die jetzt fertig, weil ich glaube, der Krieg steht vor der Tür. Fertig und Rettung. Rettung? Hä? Hallo Skelettboss. Ich habe alle okay aus seinem Dorf mitgenommen, weil ich gesehen habe, dass sie angegriffen werden. Ach ja, deinen Sohn habe ich zum Professor gebracht. Wenn du Zeit hast, musst du zu ihm, weil er etwas wollte. Okay. X. Leute. X hat zum Glück alle aus dem Dorf gerettet und... Hi, Skelettboss, wir sind fertig mit den Vorbereitungen. Komm sofort. Okay, soll ich die Briefe jetzt hinpacken? So, dich snipe ich. Snipe ich, wollte ich sagen. Zack, komm her. Oh, schöne 73 Schaden, weil im Flug kriege ich erstmal noch schön Critical Damage. Ist gut, aber Leute, ich packe jetzt
am besten den Brief ich immer rein. Weil dann würde ich sagen, porten wir uns zu den Hizura. Okay. Oh Gott, ihr laggt erstmal. Das Kantus. Hi. Okay. Die ganzen Bilder müssen wir laden. Okay, ah, hallo. Hi. Was nun? Mein Haus wurde zerstört von den Oseos. Wir sind jetzt fertig mit den Vorbereitungen. Gut. Leute, ich bin gerade sehr angespannt. Sehr, sehr angespannt. Okay, Leute. Bist du auch bereit? Ja, ich bin bereit. Oder... naja. Ich bin noch nicht sehr bereit. Ich bin jetzt einfach gekommen. Leute. Oder so. Hallo? Hallo? Hast du das gesehen? Ich habe nichts gesehen. Was? Was war das? Okay, das... Hä? Ich habe eine Botschaft von meinem Meister. Okay. Hallo? Okay. Der Typ hat eine Botschaft von seinem Meister. Welche? Wir treffen uns mit unseren Skeletten. Wo? Hey Leute, wo treffen wir uns denn mit den Skeletten? Okay. Wo? Wo? 1000 Meter in dieser Richtung. Richtung. Okay. Sorry. Warum sorry? Ach, weil sich gleich verschrieben hat. Bist du bereit dafür? Ja. Oder? Naja. Ich schreibe irgendwie Maus. Reflex, ja. Naja. Ich würde sagen, was? Okay, Leute, wir sollen irgendwie 1000 Meter in die Richtung. Da wären wir bei 1295 oder so. Okay. Ich würde sagen, wir bereiten uns dann erstmal vor oder so. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Koordinaten. Okay? Okay. Was machst du? Du da. Alter, ich kann gerade gar nicht schreiben. Was machst du da? Ich 1318 minus 927, ups. Warum? Ups. 1380 minus 979, meinte ich. Okay. Dann sehen wir uns da. Oder? Oder was ist hier jetzt? Sehen wir uns jetzt da oder nicht? Es ist schwierig, Koordinaten dem Himmel zu entnehmen. Okay. Leute. Ja. Dann wird wohl nichts aus dem... Dann wird es wohl nichts aus dem Plan. Super, Leute. Ist es schlimm für dich, dass ein Kartenteil fehlt? Nee, ist mir auch gar nicht aufgefallen. Oh, jetzt wo es sagt, oh. Der war unwichtig. Okay, aber Leute, dann ist ja unser schöner Plan, den wir letzte Folge aufgestellt haben, komplett unwichtig. Mann, ah, es ärgert mich schon etwas. Einer meiner Krieger hat die Karte mitgenommen. Okay. Ja, so was soll ich jetzt sagen? Ja, ha, oder? Also sehen wir uns dann bei den Koordinaten. Ja, bis dann. Okay, Leute, will ich mich erstmal nach Hause porten. Dieser Krieger.
Okay, da liegt noch die Leiche. Okay. Wenn man sich irgendwo anders importet, vergeht eigentlich irgendwie nicht die Zeit, haben wir gerade herausgefunden. Okay, Leute. Ich würde mal nach hinten zu unseren Waffen gehen. Puh, wir müssen zu schweren Geschützen aufgreifen. In den Kisten ist nichts. Dich brauche ich nicht. Ich will wissen, was das ist. Ghostbogen. Ghostbogen. Okay. Das SW-Modpack ist auch verbuggt. Okay, Leute. Den Goldschild. Den können wir mal mitnehmen. Eigentlich haben wir alles Wichtige. Wir nehmen die Knochenklinge. Damit kann ich schnell angreifen. Schwert brauchen wir nicht. Brauchen wir sonst noch was? Wie dieser komische Bogen funktioniert, weiß ich nicht. Haben wir irgendwas Wichtiges in meinem Anne-Bag? Wir haben die Marshmallows. Ein OP-Apfel. Okay. Ein Reisegepäck. Eigentlich sehe ich so nichts Wichtiges mehr. Okay. Das Pad ist wichtig, falls sterben. Oh, Goldäpfel. Goldäpfel wegen dem Pad. Ein paar Goldäpfel. Hab ich? Ein Goldapfel habe ich. Wo war man? Da hat noch ein Goldapfel, noch ein OP-Apfel. Also wir haben voll viel. So, einen normalen Apfel, wie es jetzt sortiert ist, ist egal. So, da haben wir normale Äpfel. Okay, Leute, zum Glück weiß ich, wie man Goldäpfel macht. Zack, zack. So, wir können uns. Wir haben 7 Stück. Ist ausreichend für unser Pet. Dann passt das. Ja. Hier oben. Du kommst dahin. Du dahin. Leute. Wollen wir noch ein paar Waffen mitnehmen? Ich würde sagen, wir nehmen noch ein paar Waffen mit. Was nehmen wir? Die Minigun. Das Minigun-Munition. Eine AK. AK ist immer wichtig. Ja, ein Stern. Ja, den will ich jetzt nicht. Sehr viel Minigun-Munition. Ja, Leute, dann würde ich erstmal sagen, hätten wir alles. Full. Ja, nein. Wie lädt man nochmal nach? Hallo? Okay. Wie das aussieht, das macht er, glaube ich, dann irgendwie automatisch. Okay, dann will ich alles Wichtige mal reinnehmen. So, passt das. Spitzhacke brauche ich nicht. Gut, Leute, würde ich sagen, wären wir erstmal bereit für den Kampf. Okay, Leute, wir sind jetzt bei Koordinaten und da vorne, Leute, da kämpfen die schon. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal mit in den Kampf da vorne. Sind schon am Fighten. Hier, Leute, der Kampf ist schon gut dabei. Oh, Leute, es laggt sehr extrem. Leute, boah, seht euch mal diesen Kampf an. Es sieht gerade sehr gut für uns aus, oder? Leute, ja, boah, Leute, krass, wow, Leute, Kampf geht richtig rein. Oh, Leute, hier sieht man sehr viel. Hier sehr viele Pfeile sind auch schon vergossen und ah, Leute. Leute, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen weiter ins Getümmel gegangen. Leute, ah, hier sind noch ein paar Oseos, die wir erstmal schön reinhauen können. Leute, es sieht, oder? Ich weiß gar nicht, Leute. Hier, man sieht schon Leichen von den Oseos. Wir sind aber auch sehr viel vertreten, Leute.
Ich weiß nicht, wer bis jetzt im Kampf die Überhand genommen hat. Sieht irgendwie, ob es immer neue Osiris kommen. Wir sind sehr stark vertreten. Aber es sieht schon gut für uns aus. Leute, Leandro heißt sie, glaube ich, dieser Anführer von den Osiris. Und Kantus habe ich noch gar nicht gesehen. Die habe ich auch noch nicht gesehen, Leute. Wir holen mal die schweren Geschütze raus. Okay, ich würde mal sagen, wir machen die Spiellautstärke ein bisschen leiser. Nicht, dass die noch zu laut ist, die Minigun. Leute, ich spreche. Ja, die Minigun ist sehr laut. Nicht Grafikanstellung, Musik. Da. Ja, die. Warum ist die so laut, diese Minigun? Leute, ja, erstmal so schön, ja. Ja. Jetzt schön kriegen die ganzen Leute mal schön einen ab. Hier, bisschen die AK. Was macht die AK? Geräusche. Aber Leute, es sieht gar nicht kritisch für uns aus. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Zack, hier. Oh, Leute, auf einmal kommen ganz viele Osiris. Ah, ich muss den Hitsuran helfen, Leute. Ich muss ihnen helfen. Okay, Leute, okay, ich kann mich nur noch schwach erinnern, wir haben ja gekämpft hier, und was ist passiert? Hier ist irgendwas explodiert, Leute, ich weiß noch, hier kam irgendwie Evil Skelett Boss, hat meine Tasche geklaut, habe ich meine Tasche noch, ich habe noch den Sonic Screwdriver, aber Leute, mein Tasche ist weg. Gott, Leute, wir haben ein großes Problem. Sehr großes. Meine TARDIS ist weg. Okay, Leute, wir haben ein Problem. Leute, aber was ist passiert? Sind hier noch irgendwo Osiris oder Hitsura? Leute, ich glaube, alle sind weg. Durch die Explosion sind alle weg. Hier, ein Redstone Weg. Hier, okay. Leute, nein, wir haben, glaube ich, verloren. Nein, Leute, wir haben verloren. Das ist nicht gut, weil Evil Skelett Boss ja der Anführer der Bösen war. Leute, oh Mann, verloren. Wir hätten, glaube ich, auf jeden Fall gewonnen. Aber Leute, ich würde sagen, der Professor wollte ja irgendwas von uns. Also würde ich sagen, gehen wir ins Labor. Habt ihr es gerade gesehen, wo sich meine Welt aufgebaut hat? Habe ich gerade Baby Skelett Boys. Geil, der Professor hat Baby Skelett Boys. Hi, okay, Leute, ich würde jetzt sagen, dass wir zum Professor gehen und fragen, was er wollte. Hi. Okay, da oben ist der Professor. Ah, Skelett Boys. Hallo, was gibt's? Ja, was gibt's? Hier ist ja noch alles so schön. Gut, dass du gekommen bist. Okay, Leute, das ist ja der Professor. Ich bin gerade nicht so gut drauf. Du hast ja so eine TARDIS. Ja, ich habe eine TARDIS. Ja. Okay, ich hatte eine. Ich wollte sie mal anschauen. Das geht nicht. Sie wurde gestohlen von Evil Skelett Boys.
kannst, was du sie finden, wie, was, wie, okay, okay, kannst du sie finden, ah, Leute, Gott, Gott, hast du einen Gegenstand, ja, ich hab Gegenstände, ja, die von der ist, Leute, das Einzige, was wir noch aus der Tasche haben, ist der Sonic Screwdriver. Scheißschraubenzieher, ja. Ein Sonic Screwdriver. Ja, der kann meine Gedanken lesen oder so. Ja, ein Sonic Screwdriver. Leg ihn neben mein Bett. Okay. Okay, da. Okay, ich muss noch ein paar Sachen kalibrieren. Für was? Was für Sachen muss er kalibrieren? Ich will's wissen. Um sie zu finden. Okay. Nur zur Info. Ja. Was? Ja. Wir müssen durch ein Portal. Okay. Muss ich da was beachten? Du darfst nur 5 Sachen mitnehmen. Okay. 5 Sachen. Die heilige Waffe. Deine Knochenklinge werde ich nehmen. Okay. Also die heilige Waffe. Muss ich dann gucken, was ich noch mitnehme. Nur zur Info. Ich weiß es von X. Okay, warum? Wir sind alte Kumpels. Okay. Wenn die alte Kumpels sind, dann ist das gut. Leute, das ist dann gut, gut. Ich gehe dann als Klebieren. Okay. Da geht der. Ich pack dann mal... Hier war mal sein Bett. Ich pack den dahin. Und was sagen, ich porte mich nach Hause. Okay. So, Leute. Hier haben wir Greenie. So. Dann haben wir noch ein Oseos. Gott, kann der nicht mal gehen? Greenie, kümmere dich um ihn. Okay, Leute. Der nimmt ja die Knochenklinge. So. Ich würde sagen, was wollen wir dann mitnehmen? So, ich würde sagen, haben wir irgendwas sehr Spezielles im Ender Backpack? Die Gravity Gun. Ja, was kann man noch? Ein Hanglider. Gravity Gun, Hanglider. Ein Rucksack. Greenie werde ich mitnehmen. Was kann man sonst noch nehmen? 5 Sachen, ich glaube, gesteckte Sachen darf man nicht mitnehmen. Ein OP-Apfel zum Notfall. Ja, dann hätten wir 4 plus Greenie, ja, gut. Habe ich eine Rose oder so noch? Mohn, ja. Um Greenie mitzunehmen. So, Greenie. Ah. Zack. Zack. Sterb. Sterb. So. Nein! Leute. Ja, gut. Ja. Ich frag da, ja. Leute, wir nehmen dann Greenie einfach mit der Gravity Gun. So. Ja, mit der Gravity Gun würde ich sagen, packen wir ein paar Kisten, packen wir Kisten nach draußen, wo ich dann meine Items wegpacken kann, dass ich nicht von diesem Oseos der Letzte angegriffen werde, Leute. Zack. Ja, die Kiste, dann packen wir alles.
Leute, hoffentlich findet er was, weil ich glaube, man kann ja durch Zeit und Raum. Ich glaube, Evil Skelet Boys ist in eine andere Welt gegangen. Ja. Greeny. Da. Hallo. Greeny, kommst du mit? Ah. Hallo. Nein. Ah. Oh Gott. Greeny. So. Kann ich dich hochnehmen? Ja. Ich kann ihn mit der Gravity Gun zum Glück hochnehmen. So. Dich packen wir nach da. Zack. Oh. Nein, 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 nein. Leute. Nein. Okay. Ah, ich. Nee. So. Gut. Dann packen wir hier alles rein. Alle Items. Ja, gut. Den Hanglider. OP-Apfel. Dann die Gravity Gun. So, drei. Die Knochenklinge. Und Greeny. So. Dann, ich muss hier auch die Ringe alles abgeben. Leute. Alles weg. Ja. Oder kriegt man Blockling, wenn man den abbaut? Ich weiß nicht. Leute, wir haben alles. Wir haben jetzt alles. Leute, ich würde sagen, ich wäre dann bereit, um aufzubrechen. Leute, das wär's jetzt mit Max Scale Wars Folge 100. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Leute, ich saß jetzt hier schon ein paar Tage dran. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wie viele Tage. Leute, ja. Leute, es war schon anstrengend, diese Folge zu machen. Leute, ja. Ich hoffe einfach, euch hat die Folge gefallen. Das Modpack zu Microscale Mods habe ich auf meinem Discord Server, wenn die Folge rauskommt, habe ich Link dazu gepostet und ja, es wird das Modpack jetzt auch auf dem Technik Launcher geben. Müsst einfach Microscale Wars eingeben oder ich weiß nicht so genau, wie das auf dem Technik Launcher geregelt ist. Das muss ich noch herausfinden, aber höchstwahrscheinlich wird es das Modpack auf Technic Launcher geben. Wenn nicht, werde ich noch einen Link unter dieses Video packen zum Modpack. Zur Map, da wollten manche die Map haben. Die Map gibt es nur zum Download. Wenn ihr es schafft, wenn das Video 3 Wochen alt ist, über 40 Likes oder mehr als 40 Likes zu haben. Das hat den Grund, dass ja die Map exklusiv ist. Ich möchte nicht so gerne die rauszugeben, aber ja, ich bin mal nett, deswegen gebe ich euch die Chance, 40 Likes innerhalb der ersten 3 Wochen und ihr kriegt die Map. Dann packe ich den Download hier drunter. Leute, ja, Leute, wir sind ja jetzt zum Schluss durchs Portal. Mal schauen, was für Abenteuer im SW Nachfolger kommen. Leute, ich hoffe, euch hat die Serie gefallen. Ja, das Finale fand ich eigentlich auch ganz cool. Ist jetzt nicht das allerbeste. Ja, Leute, ich würde mich noch da hinein im Finale machen. Ja, Leute, der SW-Nachfolger, der wird auf jeden Fall besser werden. Leute, den Namen und alles werdet ihr dann sehen, wenn es rauskommt. Ich werde es wahrscheinlich, die erste Folge wird dann einen Monat nach diesem Video ungefähr kommt, weil ich noch Modpack machen muss, Story, alles, dann Intro, Leute, Map, ja, Leute, und da gucken, ob alles regelt mit FPS, da ist, Leute, ja, unter die erste Folge aufnehmen. Leute,
einfach einen Monat oder so gucken. Ich würde wahrscheinlich vielleicht ein Zwischenprojekt machen. Mal schauen, Leute. Ich sag einfach, hoffentlich hat euch die Folge die Serie Minecraft Scale Wars gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Ja, Leute. Freut euch auf dem SB-Nachfolger. Schreibt eure Meinung zu diesem Finale und zur Serie unten in die Kommentare. Schaut euch vielleicht noch die alten Folgen SW an. Ja, und sonst sag ich noch, ciao, Leute.